So, Hundi bleibt draußen, ist mir jetzt auch egal. Jetzt kommt er. Nee, doch nicht. So, ich mach da auf jeden Fall wieder eine Glaswand rein. Was soll ich denn jetzt mit den Schweinen hier drin? Ach, guck mal, das ist ja cool. Und weißt du, was ich jetzt mache? Wieso fehlen dir Leitern? Wieso fehlen dir Leitern? Alter, was ist denn heute los mit der Aufnahme? Ich habe doch nichts getan. Und da fehlte auch ein Sand. Ich glaube, das war so ein Maulwurf. Der hat ein Stück Sand weggerissen oder so. So, dann wollen wir mal. Ich muss ja auch dringend mal die Falle hier optimieren, weil die noch ziemlich schäbig ist eigentlich. Genauso wie diese Spinnen, die sind auch ziemlich schäbig. Außerdem ist die Falle irgendwie kaputt. Die Falle ist kaputt, scheiße. Diese verkackten Maulwürfe haben mir alles kaputt gemacht. Da sollte doch eigentlich gar kein Wasser runterfließen, wenn ich mich recht entsinne, oder? Das Wasser kommt von oben, weil da überall Löcher drin sind. Scheiße, ich baue mir jetzt erstmal ein kleines Bettchen und dann gehe ich pennen. Wenn ich das überhaupt kann. Alter, diese Babys. So, mache ich hier einmal mal nochmal Holz rein. Ach, guck mal, hier ist noch Wüstensand von damals, als wir doch die Monsterfalle ganz zuerst gebaut haben. Als wir den Spawner da entdeckt haben, wisst ihr noch? Also nicht Wüstensand, das war ja ganz normaler Sand, aber damals war hier noch alles aus Sand. So, was passiert, wenn ich mir jetzt ein Bett baue und schlafen gehen will? Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ach, natürlich. So, kann ich jetzt? Ich dachte gerade, die lassen Enderperlen fallen, sind aber nur verkackte Spinnenaugen. Na, komm mal her. Du auch. Na, komm schon. Wo kommt der denn her? Und irgendwie habe ich das Gefühl, die machen weniger Damage als sonst. Und der Hund ist tot oder paralysiert. Ich weiß es nicht genau. So, fix und fix. Und auf der anderen Seite müssen wir das eh noch machen. Komm. Komme ich da von hier aus überhaupt durch? Jetzt. Hallo, Framerate? Nee, die ist auf 30. Es ruckelt trotzdem. Hä? Also die Framerate ist jetzt hoch, aber es ruckelt. Verstehe ich nicht ganz. Ach du Scheiße, da oben ist ja alles weggerissen. Dann sind ja auch die Blumen weg und alles, ne? So, ich muss aufpassen, dass hier nicht gleich wieder irgendein Creeper angeschissen kommt. Ich freue mich schon, wenn es gleich wieder zischt. Was war das denn gerade? Hä? Da war doch gerade was. Ach, das war bestimmt der Enderman, der hier rumfliegt. Hallo, hallo. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So. Muss gleich mal wieder bei Twitter gucken, aber jetzt erstmal hier, das ist wichtiger gerade.
Boah, diese Babygrube, ne? Bin ich froh, dass RTL davon nichts weiß. Machen da gleich wieder eine Doku drüber. Aber das sind ja alles arme, verlorene Seelen. Denen muss man doch helfen. Und die Vera schicken sie da ja nicht hin. So, bei Biotonnenbabys hört das Herz ja auf zu schlagen. Das kann man jetzt auch falsch verstehen. So, da ist noch... So, das Wasser haben wir dann erstmal wieder weg. Schöne Scheiße hier. So, hier noch irgendwo Creeper oder irgendwas. Ich verstehe das mit der Framerate nicht. Ich habe gerade 30er Framerate, sagt mir Fraps. Und trotzdem sieht es aus, als würde es hier ruckeln. Ne? Oder? Oder? Ominöse Person? Verstehe ich nicht so ganz, ehrlich gesagt. Hm. So, ach so, das Wasser hier hinten ist jetzt auch wieder richtig. Okay. Und hier fehlt ein Block. Hier sieht es auch wieder gefixt aus. Das heißt, ich kann jetzt wieder reingehen. Dann hole ich mir eben noch mal ein bisschen... Ach, die sind eh alle da unten. Naja, dann lasse ich die mal. Hier fehlt auch ein Block aus irgendeinem Grund. Deswegen war der Zombie vorhin plötzlich da. Schweine. So, ich habe ja gerade den Kopf geschüttelt. Das seht ihr aber gar nicht. Huch! Hallo! 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 So, jetzt müsst ihr auch die Falle wieder funken. Alter, was hier los ist? Das Blöde ist halt nur, dass es ein Spinnenspawner ist und die Spinnen krabbeln ja auch ein bisschen zu viel. Ach ja, das sieht doch schon besser aus. So, ich halte einfach mal mitten rein. Das wird schon irgendwen treffen. La 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 la. Ist ein bisschen wie in der Wursttheke. Ih, dieses Fleisch sieht so ekelhaft aus. Oh. So, vielen Dank. Und schon sind wir wieder Level 15. So. Ich lese gerade nebenbei bei Twitter, reden gerade so ein paar über hier, ne, hier, Pipapo, ob es dann bemannte Marslandungen geben wird und sowas wird es bestimmt irgendwann geben, aber wann weiß ich nicht, weil die doch dann der NASA ursprünglich das Geld gekürzt hatten. Das wird ja dann doch lieber in Kriege gesteckt. Und da ist natürlich die Frage, gibt es intelligentes, gibt es überhaupt Leben auf dem Mars? Und soweit ich weiß, wurden da nicht eh schon so Mikroben und sowas gefunden oder irgend sowas? War mir doch so. Hab das jetzt nicht mehr ganz im Kopf, so wie immer. Aber ich glaube, Wasser haben sie ja eh schon gefunden oder Eis. Und dementsprechend bin ich ziemlich sicher, dass es da mal Leben gab. In welcher entwickelten Form, das weiß ich natürlich nicht. Das weiß niemand. Aber ich bin mal gespannt, was die Marssonde da finden wird. Obwohl ich sagen muss, ich habe die Landung nicht mitverfolgt. Begeisternd und klatschend und weiß ich nicht was alles. Ominöse Person, hast du die Marslandung mitverfolgt? Auch ein energisches Kopfschütteln. Aber wurde wohl... Schwein, geh mal weg. Schwein, dankeschön. Aber wurde wohl sehr oft und sehr häufig angeschaut. Hätte ich eigentlich auch gerne gesehen, muss ich ja zugeben. Habe ich mir aber auch kein Video angeschaut. Weiß gar nicht warum und... Alter, guck dir das mal an hier. Hier ist ja alles zerpflückt. Boah, ich mach die Mod nie wieder rein. Scheiße. Ist ja alles kaputt. So, huch.
Muss mal kurz gucken, wie ich das mache. Dann mache ich das mal hier so, 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 so. Dafür räume ich den weg. Hier sieht es noch ein bisschen eckig aus. Huch. Hier auch alles kaputt, alter Schwede. So, das sollte hoffentlich wieder gehen und wird auch hoffentlich bald wieder grün. Hier oben auch Löcher, alter, das gibt's doch nicht. Leck mich fett, was für eine Scheiße. So, ich hoffe, das geht jetzt wieder. Jetzt bin ich mal gespannt, wo noch über Löcher. Ja. Ach ja. Ich schreibe jetzt nochmal ganz kurz, dann können wir drüber nachdenken. Warte mal. Ich hasse Creeper so sehr. Huch, so sehr. So. Mal gucken, da wird jetzt bestimmt gemutmaßt. Da führe ich ein bisschen auf die falsche Fährte, aber wir hatten ja heute unser Erlebnis mit Creepern. So, was haben wir denn da? Hier ist alles heile, ne? Ich gehe nochmal ganz kurz ab, ob hier auch alles in Ordnung ist. Sieht aber gut aus. Das mache ich mal weg. Huch. So, muss ja keiner wissen, dass der Berg hohl ist. Und ich glaube, jetzt haben wir erstmal genug gerackt. Gerackt. Hier ist doch irgendwie alles schief. So. Alles repariert, alles gemacht, Gott sei Dank. Was haben wir denn heute für ein Top-Team? Ominöse Person, schlag dir doch mal was vor. Das Top-Thema ist, ich bin so müde und gehe pennen, wenn ich das jetzt richtig gedeutet habe. Okay, ich bringe mal kurz die Erde weg. Dann gehen wir mal wieder zum Wolkenpalast. Aha! Hier mit unserem Supergatter. Boah, ist das cool. Was schmeiße ich dafür mal weg? Diese scheiß Blumen braucht doch eh keiner. Ja, ich weiß, wir sammeln die. So. Die ist noch nicht reif. 24 haben wir jetzt schon, Alter. Das geht ja hoppel die hopp. 25, 27. Tja, vorbei die Zeit, als Kakaobohnen selten waren. Ist jetzt nicht ewig schade drum. Ich mach mal folgendes. Ich mach die mal immer in Zweierhöhe. Naja, immer wohl nicht, weil wir haben nicht genug. Huch. Ach so, das ist immer so. Ah, je nachdem, in welche Richtung ich gucke, so werden die gebaut. Ah, okay. Deswegen sehen die so, so aus, als hätte man die hingelegt. Aber das macht gar nichts. Weil so passen die ja auch ganz gut rein eigentlich. So, sieht ein bisschen merkwürdig aus. Aber der Zweck heiligt die Mittel. Der Dreck reinigt den Kittel. Was er ja eigentlich gar nicht tut. Weiß gar nicht, warum ich sowas sage. Ist das schon reif? Nee, das will ich nicht glauben. Da gehe ich lieber weg. So. Zack. Und jetzt haben wir eine Menge Erde, die ich dann doch erstmal in die Kiste packe. Da hatte ich ja genug Erlebnisse. Geh mal weg, Katze, hier. Hier kannst du in die Wand gucken. Viel Spaß dabei. Hier rein. Wupp, 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 wupp. Das kommt da drauf. Und ansonsten haben wir keine Erde mehr. Die Spinnenaugen passen vielleicht noch in die Krempelkiste. Ach, der Herr DK meldet sich gerade zurück von den Toten. Was der so treibt um 3 Uhr nachts. Viertel nach 3 ist es und jetzt kommt der DK, jetzt geht der DK in den Rechner. Macht mir so ein bisschen Sorgen. Und Unrestricted schreibt gerade, das sagst du nur, damit alle denken, du bist gestorben. Ich habe deine Pläne durchschaut. Das mit den Creeper. Hat's natürlich recht, aber das gebe ich ja jetzt noch nicht zu. Da wäre ich ja schön blöd. So, die Blumen nehme ich mal mit nach unten. Seeds habe ich hier noch. Die
Melon Seeds packe ich auch da rein. Die Pumpkin Seeds packe ich auch erstmal da rein. Wir machen da unten noch das schöne Grün. Auch die Saplings müssen da unten. So, ich glaube, Blumenkiste reicht eine, ne? Das sind Oak Saplings. Ah ja, könnte ich ja eigentlich direkt runterrollen. Wo waren die scheiß Blumen jetzt nochmal drin? Hier, zack. Dann haben wir 3-3, das reicht ja. Viel mehr werden wir wahrscheinlich eh nicht zusammenkriegen. So, ich wollte Wolle. Habe ich überhaupt noch weiße Wolle? Nee, habe ich gar nicht mehr. Ich könnte auch mal andere Wolle nehmen. Vielleicht so ein bisschen schwarz, rot, grau, bla bla bla. Aber geht ja leider gerade nicht. Mr. Lukas Zockt fragt gerade, was ist eigentlich, wenn du aufnimmst und aufs Klo musst? Das ist ganz einfach. Ich habe ja so einen Eimer stehen und dann ziehe ich hoch und spucke es aus. Mache ich immer so. Ich putze mir eh nicht die Zähne, also mehr stinken kann ich nicht aus dem Hals, dann geht das schon ganz gut. Das sieht irgendwie aus wie so ein Halloween-Feld mit dem Kakao. So, hier gehe ich jetzt aber schlafen. Ja, Gott sei Dank. So. Was haben wir denn noch? Treppen haben wir dabei, Wolle haben wir noch 57, da kann ich vielleicht nochmal die Schere schnappen. Ich habe hier irgendwie mit dem Miserpack habe ich ein bisschen Koordinationsschwierigkeiten. So, einfach mal alles aufsammeln. Ich ärgere mich ja, dass Optifine nicht mehr funktioniert. Ich habe das Gefühl, die Schafe fressen noch nicht mehr so viel wie früher. Das dauert jetzt immer ein bisschen, bis man hier wieder Wolle nachkriegt, ne? Doof. Hätte ich mal bloß nicht das Update gezogen, aber dann könnte ich jetzt auch keine Kakaobohnen pflanzen. Und jetzt kann man ja auch Dingens hier, Smaragde sammeln und mit den NPCs handeln und sowas. Kann man jetzt sehr spannend finden, aber kickt mich nicht besonders, muss ich ja sagen. Ich könnte es natürlich gleich mal ausprobieren, aber so aufregend finde ich das jetzt nicht wirklich. Mit dem nächsten Update bei Minecraft kommt übrigens dann wohl das Skill-System hinzu. Das heißt, man kann dann verschiedene Werte skillen. Das soll so ein bisschen RPG-Ansatz bieten. Da gibt es jetzt schon verschiedene Aufschreie. Minecraft ist nicht mehr das, was es war. Immer wenn es Updates oder neue Features gibt, ist Minecraft nicht mehr das, was es war. Aber es verhält sich ja genau wie mit dem XP-System und so weiter. Man muss es ja nicht nutzen. Niemand ist gezwungen, das zu machen. Minecraft bleibt immer Minecraft. Man hat selber die Wahl, ob man es nimmt oder nicht. Oder was man macht. Und insofern liegt es auch an jedem selbst, wie er das nur spielt. Guck mich mal an, ich habe noch nicht eine verzauberte Waffe. Wie scheiße eigentlich. Wollte ich mich auch noch drum kümmern. Da muss ich aber in der Bergbude nochmal weitermachen. Die Geheimbibliothek ist ja auch noch sowas. Da freue ich mich ja drauf. Da, wo es hinter der Bibliothek ja weitergeht, da kommt ja dann die Geheimbibliothek. Und die muss natürlich auch dementsprechend... Das Problem ist, ich wollte ja eigentlich ursprünglich unter dem Bauernhaus diese Geheimbibliothek machen. Warum ich die nicht gemacht habe, ist ganz einfach. Nicht, weil ich keinen Bock mehr hatte, zu Ende zu bauen oder sonst was, sondern einfach, weil ich finde, dass das nicht ganz passt so thematisch. Eine Geheimbibliothek muss ja dann schon irgendwie ein bisschen episch sein oder so. Weißt du, was ich meine? Huch. Da kannst du nicht irgendeinen Schrunz hinballern, sondern, oder einfach nur notgedrungen, einfach damit dann eine Bibliothek ist. Sondern es muss dann wirklich schon thematisch passen. Das muss dann wirklich aussehen wie so eine Zaubererbibliothek einfach. So, hier müsste ich eigentlich dann auch aus Wolle machen, ne? Aber ich finde das Glasding so geil. Das lasse ich dann mal ausnahmsweise.